Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu The Smithsonian. Boah, ich muss mich echt konzentrieren, um das auszusprechen, ne? So, lassen wir mal gucken. Haben wir hier denn schon alles abgegrast? Ich bin nicht Don't sicher. worry about me. Just find that shard. Ja, okay. Hier war das Ding. Hier war irgendwie nix und sonst war auch nix, ne? Okay, gut. Let's find that shard. Natürlich, aber warte mal. Ich konnte hier jetzt irgendwas mit der Schere machen. Schale, geht das? Nee. Er sagt, irgendwas könnte ich damit machen, aber was denn? Kohlepapier? Nee. Was hat er sich so vorgestellt? Ach so, hier, Feuerstein? Ah, das geht. Zum Schärfen, okay. Ja, gut. Und jetzt kann ich damit was tun? Das aufknibbeln? Nee. Was? Oh, okay. Das sieht wie ein Rezept für ein Schlafmittel aus. Sehr sichtbar versteckt. Okay, die Blüte. Rühren, rühren, rühren. Und dann Wasser. Okay, gut. So, okay. Warte mal. Was? Achso, die Schüssel Wasser können wir da reinstopfen, ne? Okay, aber da ist doch kein Wasser drin. Nun muss ich nur die Blume hinzu. Ach, das ist der Korb. Ach so. Da stand immer Schüssel mit Wasser. Witzig. Na gut. Okay. Ja. So, hier kommen wir erstmal ran. Da kommen wir auch an die Blüte ran, nehme ich an. Noch mehr? Okay, so. Die kann ich schon mal zerstampfen. Geht das überhaupt, wenn die so frisch ist? Weiß ich jetzt nicht. Warte mal, das ist schon das Schlafmittel. Okay. Okay. Aber können wir die Baby denn schon geben? Arbeitszimmer? Nee, wo war denn das? Hier drüben war das, ne? Können wir die Baby schon. Baby wird das doch so nicht futtern. Nein. Baby futtert das so nicht. Nee. Ich muss in die Tasche. Lalalala. Okay. Gut. Irgendwas Interessantes brauchen wir dann nochmal, ne? Bin leicht überfragt. Hier, Wasser. Wasser kam dazu. So möchtest du es haben. Okay, wenn du meinst. Wasser mit Schlafmittel. Aber ich nehme an, auch jetzt wird Baby das nicht zuppeln, ne? Sondern doch. Oh, das tut mir leid. Oh, Baby. So, und irgendwie jetzt mit der Angel daran, ne? Och, Mann. Es tut mir echt leid um Baby. Das ist Ankeni. Okay, das zum Schluss. Gut. So. Mein eigener. Was? Das klingt wie das Geschwätz eines verzweifelten Mannes. Mein eigener Körper hat mich verraten. Es gibt keine gute oder schlechte Weise, wie man sich fühlen sollte, wenn man schlechte Nachrichten zur eigenen Gesundheit erhält. Zuerst ist da der Schock, gefolgt von Verzweiflung und Wut. Irgendwann keimt dann Hoffnung auf. Ich gebe nicht auf. Ich habe nichts zu verlieren. Der Stein der Weisen wird mir gehören. Ja, ich kann verstehen, warum das willst. Oh. Aber was du anschließend damit vorhast, ist nicht in Toward the Ordnung. end of the 18th century, the French blue disappeared. It emerged 2 decades later in London. The Hope Diamond was born. Nun, ich hoffe, wir kriegen das hier hin, ohne von den Typen gestört zu werden. So, die letzte Scherbe. Ich muss es Sam erzählen. Ja. Oh Well, nein. well, well. If it isn't Help's latest recruit, what an honor it is to finally meet you. I bet you're full of altruism. I used to be just like you. I would have done anything to save cultural treasures. Da bin ich mir absolut sicher. But then I wised up, realized that no one gives a hoot, so why should I? Besides, by then the bell was tolling for me, and I mean to silence it. Also es tut mir schon leid, dass du, ja, dass es so um dich steht. Und ja, helfen würde ich wohl tatsächlich gerne, aber wie die Geschichte weitergeht, das stört mich. I've got all the wealth in the world, and it's going to save my life.
Now sit down there and bring up that map, or else. Or else? Tja. Machen wir es oder machen wir es nicht? Ich fürchte, wir haben gar keine andere Wahl, ne? I'll think of something. Aha, okay. Gut, naja, schön. Ah, was? Offenbar ist der Mensch, die Karte in den Computer zu übertragen. Okay, jetzt funktioniert's. Cool. Okay. Ist es wirklich das, was es zu sein scheint? Verschiebe die Sterne, damit sich keine der Linien zwischen ihnen kreuzen, und schlüssel die Sternenkarte. Okay, also irgendwie so. So, und du dahin, und du dorthin, und du hierhin, ne? Okay, na, Runde 2. Okay. So, ihr seid da, ihr seid hier. Nee. Warte mal, so. Erstmal auseinanderfummeln, ne? Bevor ich da weiter rangehe. So ungefähr muss es aussehen. So. Ich muss mich unbedingt daran halten, ne? Nee. Da und da. Funktioniert es immer noch? Funktioniert, ja. Okay. Nicht? Muss ich mich doch sklavisch daran halten, was da so angezeigt wird? Okay, na gut. Na gut. Warum denn nicht? Warum auch nicht? Das kriegen wir schon hin. So, du sollst da sein. Und du möchtest gerne hier sein. In Ordnung. Nee. Dann müsstest du hier. Nee, wo müsstest du denn hinkommen? Und du da. Nee, so geht das doch gar nicht. Wenn ich dem folge. Oder? Gibt es noch einen Plan B? Warte mal, wenn ich das da hinsetze und dich dorthin setze. Es gibt hierzu. Doch, es gibt. Nee, es gibt keinen Plan B. Nicht wirklich. Eben fand ich das jetzt auch nicht so wichtig. Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Nee. Hä? Ich hätte es doch eben schon. Jetzt akzeptiert er es nicht? Na schön. Also laut dieser Karte hier sollen ja grün, rot und gelb so angeordnet sein. Aber das hat einen kleinen Nachteil. Nämlich, dass diese hier dann nicht mehr zusammenpassen. Wenn ich dich da um... Oh doch, warte mal, es passt. Na sowas. Oh, es gibt noch einen dritten Level. Okay, cool. Gut, dann mache ich das doch gleich so, dass ich die jetzt erstmal so hinsetze. Und dann kümmern wir uns um den Rest. So, warte mal. Du bist da drin. Du bist hier unten irgendwie. Hier, du bist der Einfachste, ne? So, warte mal. Wenn ich dich da hinsetze und dich da hinsetze und dich da hinsetze, passt's. Ja, sehr gut. Okay, cool. Tja, die Frage ist nur... Dort. Oh. Okay. Es ist tatsächlich eine Karte. Wow. That was fast. Your talents are wasted on help. Now, let's go on a little trip. It'll give us time to bond. Das glaube ich kaum. Und erneut auf Reise. Zu Fuß! Ah, wir sind schon in der Nähe? Echt? Ist erstaunlich, wie das alles nah beieinander liegt, ne? Where on this wide green earth are we? Are you sure you followed that map? There's nothing here. It's a blasted jungle. You better not double cross us. Du, ganz ehrlich, also was mit euch ist, ist mir ziemlich egal. Die Sache mit der Karte, ich könnte mir vorstellen, dass da mehr dahinter steckt, als wir bisher gesehen haben. Well, if the map isn't lying, and neither are you, then you better find that temple. Your
trying our patience. Nur kein Druck. Dad, don't get too nervous. You know how that affects your health. This so-called explorer knows better than to mess with us. Ja. Erstmal gibt es wieder Geschichte. Das finde ich gut. So, was haben wir dann? Die Diamantenminen von Golconda. Die Kolomine im Guntur-Distrikt des alten Golconda war das erste große Zentrum des Diamantenabbaus. Der Koh-i-Noor, der Regent und Großmogul, entstammen alle dieser Mine. Koh-i-Noor und der Regent, ach, das werden Namen für Diamanten sein, ne? In der Regel, also zumindest die größeren Exemplare, wurden ja tatsächlich benannt. Es war hier, dass der französische Diamantenhändler Jean-Baptiste Travanier im 17. Jahrhundert einen großen blauen Diamanten erbeutete, der schlussendlich der Hope-Diamant wurde. Travaniers Skizze des blauen Diamanten. Okay, cool. Die Blumen scheinen irgendwas miteinander verbunden zu sein. Okay, cool. Okay, verstanden, das war die falsche Abfolge. Oh, ach so, upsie. Nee, das war auch noch die falsche Abfolge. So, welchen hatte ich eben? Den da, ne? Dann nehme ich jetzt mal den. Gibt's einen Hinweis? Oh, der war der richtige. Dann der Mist. Okay, kann man noch mehr falsch machen. So, und so, und so, ne? Ach, wie cool. Ach, wie cool. Und schon finde ich es wieder interessant. Das dann nehme ich mit, das und das auch. 3 von 6. Ein paar fehlen noch. Hier komme ich nicht. Könnte etwas dahinter versteckt sein. Wir zünden es einfach an. Nein, gut. Lieber nicht. Das geht auch nicht. Okay. Erstmal er hier. Auch wenn Gold nicht auf Bäumen wächst, muss die tut die sehr wohl. Das kommt mir in die Quere. Kann ich das abkratzen? Nee. Kann ich das abzündeln? Echt? Oh nein, experimentiere lieber nicht mit Feuer. Okay, ist nochmal gut gegangen. So, eine visuelle Anregung für den nächsten Schritt wäre hier sehr nützlich. Guck mal, da sind noch solche Symbole drin. Kohlepapier nicht. Das hier, passt das darauf? Es passt. Okay, was soll ich tun? Wahrscheinlich die Symbole. Wähle die Symbole, so wie sie in der Notiz angezeigt werden. Okay, also das und das und das und das. So, jetzt. Dehnt sich nirgendwo. Ach doch, hier. Der und der und der und der. Und dann der und der und dieser und jener. Okay. Da ist ein neues Symbol entstanden. Das. Weg. Weg. Faszinierend. Da ist die Reihenfolge egal. Finde Paare in dem Symbol um die Statue verstreut. Ach so. Natürlich erst die Anleitung lesen und dann drauf losklicken. Und du bist dort. Okay. Wow, ziemlich cool. Ziemlich cool, da ist etwas. Uiuiuiuiuiui. Wow. So, you've done it. There's the temple. Oh, after you, explorer. If there are any booby traps, you'll find them first. Ja, vielen Dank auch. Okay, ich hoffe, es gibt so eine Art Würdigkeitsprüfung. Dann fällt er ja mal direkt durch, ne? Okay, wow. Geschichte. Oh, cool. So, und jetzt. Massive Insektensammlung. Die nationale Insektensammlung in Smithsonian ist eine der größten
etymologischen Sammlung der Welt. Sie besteht aus über 35 Millionen Exemplare, alter Schwede, die in 1.235.545 Schubladen, 32.000 Gefäßen und Flaschen und 23, alter, was sind das für Zahlen, Folien in mehr als 5.200 Schränken aufbewahrt werden. Boah, wer behält da den Überblick? Wow, das ist ziemlich beeindruckend. Ist das echt? Also, mal ganz im Ernst, ich habe vorher noch nicht von Smithsonian gehört, aber ist das echt? Es hört sich ein bisschen so an, ne? Um auf die andere Seite zu gelangen, muss ich zuerst das Wasser eindämmen. Natürlich, da oben wäre eine Möglichkeit. Ich muss ihn umstoßen. Ah, dafür habe ich den Bumerang erhalten. Wie praktisch das hier hing, ne? Okay. Wie praktisch. Okay, und da 4 von 6. Okay, haben wir da noch mehr? Hier ist noch etwas, da fehlt noch ein Elephant. Haben wir leider gerade nicht am Start. Zu schade. Haben wir da noch mehr? Bestimmt. Na, guck mal, da ist noch was. Oh, okay, ich soll wieder Sachen finden. Die Blüte. Die hier. Du. Muschel. Eidechse. Und was immer das da ist. Was ist das da? Ach, hier unten. Okay. Ah. Getting there. Langsam, aber sicher. Getting there. Hier oben ist... Oh, warte mal. Das war echt... Wie bin ich da dran angekommen? Okay, naja, gut. So, was haben wir hier? Da fehlen nämlich diese Kacheln. So, okay. Hilfe, was soll ich tun? Sieh dir die Reihe von Kacheln in der Mitte an. Finde die Kacheln mit identischen Symbolen in den zwei Seitenflächen. Okay, also du und wieder... Gibt es zwei? Nee, der ist jetzt gefunden und damit fertig, ne? So, und du... Die Qualle ist hier... Oh, kann ich mal an der Seite schubsen? Dann mache ich das hier auch gleich mal. Und die Schildkröte. Die Schildkröte ist Vögli. Weg ist er. Biene. Okay. Schmetterling. Okay, aber da war... Doch, hier, warte, da ist doch die Schildkröte. Okay, wow. Kamel. Kamel. Dann ein Hirsch nehme ich mal an. Dann ein Pferdi, ein Elefant und ein Löwe? Fragezeichen. Was ist da denn? Das ist es nicht. Da ist aber auch noch was. Nein. Löwe, 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 Löwe. Oh, Löwe. Okay. Verschiedene Blätter. Das ist doch Eiche, wenn ich mich recht entsinne. Das weiß ich schon mal nicht mehr so genau. Birke vielleicht. Ahorn, Kastanie, möglich, so, und irgendeine Blume, da, sehr gut, verschiedene Vögel, ja, die erkenne ich jetzt nicht so direkt, Falke, wie heißt der noch, Kolibri, ein Schmetterling und eine Libelle. Und zuletzt ein Seestern. Seestern. Die Sonne. Der Mond. Mond. Eine Wolke. Da. Und ein Blitz. Sehr gut. Nee, cool. Okay. Nichts wie rein. Ich kann einige Löcher in der Höhlenwand erkennen. Ich wette, sie ist mit schussbereiten Pfeilen besehen. Versehen. Oh je, oh je, oh je. Ich muss die Fallen irgendwie auslösen. Aus sicherer Entfernung natürlich. Da sind sie, ne? Naja. Mit der Orange? Oh, das geht tatsächlich. Good thinking. When this is all over, I'd like to talk to you about joining our little operation. Ich halte jetzt mal die Klappe, ne? Weil solange die noch hier around sind, würde ich lieber nicht sagen, von wegen, vergiss es. I can guarantee you it pays better than help does.
Why help when you can have wealth? Um das Richtige zu tun. So einfach ist das. Um das Richtige zu tun. When Mr. Robidoux is cured and we sell the fragments of the Philosopher's Stone, we'll be millionaires. You should consider the offer. But now, get a move on. Bis eben habe ich dich noch so halb gemocht. Ich dachte mir so, du hättest die Seite vielleicht noch nicht, hättest dich noch nicht entschieden. Aber genau das ist der Grund, warum ich nicht will. Okay, wir sind weiter dran. Was haben wir denn hier noch alles? Da ist noch was. Oh, Feuer. Feurio. Okay. Und da wird gewimmelt. Ausgezeichnet. So, wir sollen verschiedene Sachen finden. Das hier... Und das da. Und Schmetterling. Und eine Schlange. Da ist der Schmetterling. Was immer das hier auch. Ach, das hier ist das. Okay, ja. Und die Schlange. Gut. Haben wir. Fackel, Speer, Holz, Kohle, Frosch und Papier. Das ist nicht das Papier, das sie suchen. Das ist es. Holzkohle mag wohl das hier sein. Fackel, Speer, Frosch. Fackel, Speer. Irgendwas ist hier noch. Nagelmörser und Stößel, Armband. Hier scheint es eher ein. Oh, warte mal, das ist der Fackel, die Fackel. Hier scheint es eher eines Hammers zu bedürfen. Ne? So, Frosch, Schnecke, Messer. Das hier ist nicht das Messer, das sie suchen. So, Mörser und Stößel. Da haben wir schon mal den einen. Hier oben ist, guck mal, das da. Jawohl. Okay. Ja, da ist irgendwas drin. Frosch, Schnecke, Hut und Horn. Oh, in die Hut. Moment mal, soll ich das eventuell rausziehen? Ah, nicht raus. Nicht rein, sondern raus. Frosch, Schnecke und Horn. Frosch, Schnecke, nicht hier. Nicht hier. Nee, wohl auch nicht. Frosch, Schnecke und Horn. Das scheint mir alles nicht zu passen, ne? Kann das sein? Frosch, Schnecke und Horn. In den Bildern vielleicht? Nee. Oh, da ist der Frosch. Frosch, Schnecke und Horn haben wir noch übrig. Schnecke und ein Horn. Da ist das Horn. Und die Schnecke? Da drin? Nee. Schnecke, 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 Schnecke. Hey, Schnecke. Was geht ab? Schnecke, wo bist du denn, Schneckli? Da. Ja. Juhu. Gefunden. Ausgezeichnet. So, gefunden ein Stück Holzkohle, um etwas abhausen zu können. Hier, guck mal, den dann nehmen wir da erstmal mit. Das da. Ich kann keine Radierung ausmachen. Vielleicht hilft es, sie irgendwohin zu übertragen. Natürlich. Oh. Okay. Oh, guck mal. Okay. Cool. So, wunderbar. Sehr gut. Und dann hier in der Mitte, ne? Okay. Da fehlt da noch was. Ach hier, warte mal, den Elefanten, den brauchen wir noch für draußen. Moment mal. Der fehlt uns hier noch. Nicht? Warum nicht? Weil ich den erst abschneiden muss. Ja, schon gut. Okay, nehmen wir mit. Reben. A.K.A. Nihana. Vertausche die geometrischen Formen, sodass die Größe jeweils der Höhe der Elefantenpodest entspricht. Was? Sodass ihre Höhe jeweils der Höhe der... Sodass ihre Größe... Elefanten... Okay. Ist das... Nee, was? Eins. Eins. Zwei. Drei. Oh, das war's schon. Tatsächlich. Einfach die Anzahl der Ecken, ne? Da ist keine. Zwei, also eins, zwei, drei, vier und so weiter. So, und dann... Oh nein, die Öffnung ist zu klein für meine Finger. Wie konnte das passieren? Aber zum Glück haben wir was zum Fummeln dabei. Yay! So, und dann mal sehen.
Ich hoffe, das nimmt hier ein gutes Ende für uns, du. Genau. Wähle zwei Steintafeln, um sie zu vertauschen. Ordne sie an die richtigen Stellen, um die Abbildung der Statuen zu komplettieren. Genau. Also sowas wie hier und da zum Beispiel. Na, war aber nicht ganz richtig. So. Ist auch nicht ganz richtig. Verrückt. So. Ah, das könnte besser passen. So, du guckst in die Richtung. Na, wunderbar. Du, ihr beide passt. Du hierhin. Und dann hast du... Ja, das mit dem Fuß passt hier aber noch nicht, ne? Mit der Pfote. So. Doch, könnte passen. Guck mal, wenn der auch so ist. Ja, nee, könnte passen. Hierhin. Du könntest wohl dahin kommen. Ja, und dann du hierhin. Und dann du dorthin, bitte. Jawohl. Und ich bin sicher, es gibt einen Grund, warum das hier so gut geschützt ist. At last, the Philosopher's Stone. Now bring it to me. Du lässt sie mich tatsächlich anfassen? Ich könnte Unsinn damit treiben. I'll grant you anything in return. Think of all the things you ever wanted. Come on. Ja. Ja, ich denke, unser beider Ziele sind wirklich sehr unterschiedlich. Es ist ein Kraftfeld und es muss deaktiviert werden. Natürlich. Statue, ich muss es entfernen. So, hier ist auch noch... Aber da ist doch irgendwas. Okay. Ah, ich soll diese Sachen da finden. Okay, gibt es hier denn noch Geschichte? Nee. Ich brauche einfach nur alle leuchtenden Symbole hier finden, ne? Da ist Geschichte. Ah, guck. Weil hätte ich sie verpasst. Meine Güte. Oh je. Jabir Ibn Hayyan. Boah. 721 bis 815 vor Christus. Wenn das vor Christus ist, müssen die beiden Zahlen nicht umgekehrt sein. Weil es zählt ja runter auf 0. Ist nun so ein Gedanke. Jabir war ein begabter Universalgelehrter, der in Chemie, Alchemie, Astronomie und Astrologie bewandert war. Er glaubte, dass jedes Metall eine Kombination aus den klassischen Elementen Feuer, Erde, Wasser und Luft ist. Seine Theorie war, dass durch die Umordnung der Eigenschaften eines Metalls ein anderes Metall entstehen würde. Er glaubte, dass ein seltenes Elixier namens Al-Iqsir, der Stein der Weisen, als Katalysator zur Verwandlung eines Basismetalls bis wie zum Beispiel von Blei zu Gold oder Silber genutzt werden könne. Ja, der alte Traum. Ne? Der alte Traum. Hm. Aber wir wissen ja schon aus der Alchemie, dass das nicht besonders erfolgreich war. So. Und? Aber cool, irgendwas haben die hier geschaffen, ne? Irgendwas haben sie gemacht. Sonst wäre so etwas wohl kaum möglich gewesen. Was ist denn? Hol ihn doch selber. Also ganz ehrlich, du willst ihn unbedingt? Hol ihn dir. Do it. Du kriegst das hin. Hierzu braucht es noch eine Lösung. Nämlich ruhig einen schlechten Panzerknacker oder unterdurchschnittlichen Schlosser. Doch ohne weitere Informationen komme ich hier nicht weiter. Sehr sympathisch. Okay, da ist nichts weiter. I wouldn't think twice if I would. Ach ja, du mit deinem mal so rum, ne? Okay, was hättest du denn gerne? Dreh die Ringe, sodass ihre Kacheln mit denen auf dem Ring in der Mitte übereinstimmen. Vertausch die Plätze der Kacheln mit Hilfe der freien Stellen an den Seiten. Was? Ach so, okay, ja, okay. Gut, weißt du was? Dann nehme ich dich erstmal raus und dich erstmal raus, weil wir müssen uns ja erstmal um den mittleren Kreis kümmern, ne? Ja, okay, das funktioniert. So, sagen wir mal, der ist richtig. Sagen wir mal, der ist in Ordnung. Dann müsste hier jetzt der da hinkommen. So. Okay. Der da hinkommen. Das ist jetzt ein bisschen... Oh, warte. Das ist jetzt ein bisschen Geduldsspiel. Hier kommt die Dame hin. Oh, warte mal. Nee, das ist nicht gut. Das muss ich anders machen. Moment. Das... F. Ach da. Das hatte ich schon raussortiert. Okay. Na.
So, wie denn jetzt? So, das ist jetzt echt ein Geduldsspiel. So, der dahin, die Dame muss da raus und stattdessen kommt die Dame hier rein. Und da kommt die Schlange rein. Könnte vielleicht auch einfach sein, dass ich es bisher angenommen habe. Schlange, hier kommt das Haus hinein. Okay, so, einfach nur umdrehen. Dann passt das auch. Okay, so. Schlange. Okay. Jetzt der da. Und der. Nee, der da, ne? Der da war's, ja. Okay, alles klar. So. Ja, das ist ein bisschen was einfacher. Das hatten wir schon in sehr viel komplexerer Form. Und dann du. Und du. So. Nee, warte mal, du kommst da. Ne? Komm schon. Du kommst dahin und du kommst hierhin. So, dann haben wir den inneren Ring nämlich schon mal fertig. Jetzt der äußere. Das hier ist in Ordnung. Oh, das war's schon? Echt? Oh, das war echt leicht. Er stürzt sich drauf, ne? Natürlich. Ich darf ihn nicht mal anfassen. Vielleicht ist das auch besser so. Es ist besser so. Natürlich gibt es weitere Fallen. Oh nein. Father, help me. Get me the stone. The stone. Boah, was für ein Father. Selbstsüchtiger Typ. Okay, haben sie es geschafft? Ich hoffe doch. My son, forgive me. This stone, it's made me see my mistakes. Was? I'm sorry for what I've made you do. Was? Was ist denn das hier jetzt für ein Twist? My pursuit of this thing almost made me forget my own blood ties. Please, if you could forgive me. Das ist ein bisschen sehr theatralisch hier jetzt gerade, ne? This father-son moment is touching, really, but I'm here for that stone. Sorry, boys. Was? Oh, sie hat ihn sich unter den Nagel gerissen. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Ich kann irgendwas machen? Ich kann sie nicht entkommen lassen. Oh, okay. Und? Ja. Upsi. This isn't the end of the world, kids. Some things are just not meant to be trifled with. Hm. Dad, whatever comes our way, we'll handle it. Ugh, stop it. You've ruined everything. As far as first cases go, yours was a doozy. Our little test was a little more involved than we anticipated. You can thank the Robito family when you visit them in prison. Congratulations and welcome to help. Hat mich gefreut. Ja. Und damit sind wir am Ende angekommen. Ich habe gerade schon mal nachgeguckt. Es gibt leider kein Bonuskapitel. Sehr schade, sehr ärgerlich. Aber nun, wie auch immer. Hey, okay, ich fand's super. Also dieses Ende war jetzt ein bisschen sehr theatralisch, ne? Oh, es tut mir so leid und alles, was ich kenne. Naja, nun, gut, aber wie auch immer, ich fand die Geschichte klasse, ich fand die Rätsel super und ganz ehrlich, wenn die anderen Spiele auch so sind, diese Reihe geht noch deutlich weiter, habe ich gesehen, also Hidden Expedition ist schon eine große Nummer, ey, dann will ich mehr davon, also, ja. Dann spielen wir auf jeden Fall mehr. Ich lege auf jeden Fall meinen eigenen Ordner dafür an, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, da noch weitere Spiele aus dieser Reihe hinzuzufügen. Und ja, hier guck mal, das sind die ganzen tollen Menschen, die dafür gesorgt haben, dass dieses Spiel so genau, wie wir es gespielt haben, existiert. Cool, habt ihr fein gemacht. Danke sehr. Und hey, wo ich schon mal beim Danke sagen bin, ein ganz dickes Dankeschön an euch fürs Miträtseln, fürs Zuschauen, fürs Dabeibleiben, fürs einfach, dass ihr da seid. Danke sehr.
Ich wünsche euch alles Gute und freue mich, wenn ihr mögt, wenn ihr wollt, wieder, wenn ihr könnt, auf das nächste Let's Play. Macht es gut, alle. Habt Spaß.